Hallo und willkommen zur 18. Ausgabe von Eliphas Learys kleiner Serie über Magie. Die 18. Ausgabe handelt vom heiligen Schutzengel. Das hat übrigens auch numerologische Gründe. Der heilige Schutzengel ist ein sehr wichtiger Teil sogenannter telemischer Magie. Aber auch in anderen Bereichen der Magie, wie zum Beispiel der Goetia, ist der heilige Schutzengel sehr wichtig. Der heilige Schutzengel wird manchmal als ein anderes Wesen dargestellt. Das stimmt nicht ganz, aber es ist auch nicht ganz falsch. Der heilige Schutzengel ist der höchste, der allerhöchste Teil des Bewusstseins. Er schaut sozusagen und im wahrsten Sinne des Wortes von oben auf das Ego und auf den Menschen herab. Und er begleitet den Menschen das ganze Leben lang. Meistens wird der Schutzengel, der immer präsent ist, aber von den ganzen Gedanken, die man so im Kopf hat, übertönt. Das Ego übertönt ihn am fleißigsten. Der Schutzengel ist im Grunde Intuition, beziehungsweise die Intuition ist wohl der wichtigste Teil seiner Stimme. Genauso wichtig ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, Selbstehrlichkeit, Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist wohl das Wichtigste, um diesen Teil seines eigenen Bewusstseins freizulegen, ihn zu erschließen und ihn zu erreichen. Er präsentiert einem im Grunde die Antworten auf alle Fragen, die man hat, noch während man die Frage formuliert. Da kommt dann die Ehrlichkeit ins Spiel und das Übertönen, denn meistens übertönt man diese Intuition durch seine Gedanken, durch seine Unsicherheit sich selbst gegenüber und so weiter. Und kriegt nicht ganz mit, was die eigene Intuition einem da so zuflüstert. Wenn man in Rauschzuständen ist, gerade bei Alkohol, aber auch bei anderen Drogen, kann man das häufig beobachten. Im Rauschzustand verfallen einige Leute manchmal in einen Zustand der absoluten Ehrlichkeit. Und das macht diese Leute dann sehr fertig. Das ist der berühmte Betrunkene, der an der Bar sitzt und sich selbst bemitleidet. Dieser Betrunkene, der sich selbst bemitleidet, hat in dem Augenblick, wo er sich selbst bemitleidet, im Grunde einen guten Kontakt zu seinem heiligen Schutzengel. Aber was er dabei erlebt, macht ihn fertig. Und das ist ein Teil der Erfahrung des heiligen Schutzengels, dass man selbst ehrlich erstmal mit sich klarkommen muss und begreifen muss, dass man durch die falsche, selbst herrliche Art, die man sonst so an den Tag legt, ziemlich in die Irre geht, nicht in die Irre geleitet wird, denn man geht ja selbst in diese Richtung. Jetzt ein wenig, etwas esoterischer ausgedrückt, etwas theoretischer ausgedrückt. Der eigene Mikrokosmos wird durch den heiligen Schutzengel mit dem Makrokosmos verbunden. Wenn der Makrokosmos die Summe aller Dinge ist, man könnte auch sagen Gott, und der Mikrokosmos ist der Mensch, dann ist der heilige Schutzengel die direkte Verbindung zwischen dem eigenen Wesen und dem Wesen des Universums. Und im Grunde, ja, es ist die direkteste Verbindung und die einzige Art der Verbindung. Im Grunde können wir, wenn man es mal monotheistisch ausdrückt, wir können Gott niemals wahrnehmen. Der heilige Schutzengel ist das Einzige oder das Nächste, was wir da erleben können. Das Ganze jetzt im Detail auszubreiten, wäre etwas zu kompliziert. Ich hoffe, dieser kleine Hinweis
Verbindung zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos reicht aus. Denn eine andere sehr wichtige Sache bezüglich des heiligen Schutzengels ist auch noch sehr wichtig. Und zwar in dem Chakrasystem, das ich ja in den vorherigen 17 Episoden immer mal wieder angerissen habe, entspricht der heilige Schutzengel dem Sahasrahara, dem höchsten Chakra, das Chakra, welches über dem Kopf lokalisiert ist, welches nicht Teil des Körpers ist. Das Chakra auch, das in älteren Darstellungen immer mal wieder dafür verantwortlich gemacht wird, dass irgendwelchen Leuten dann einen Heiligenschein aufgesetzt wird. Den heiligen Schutzengel zu erwecken, es geht also am besten darüber, dass man innerlich schweigt und auf seine Intuition hört, dass man sich selbst gegenüber absolut ehrlich ist und dass man auf das Sahasrahara meditiert. Und dem heiligen Buch von Abramelin folgend, das Abraham von Worms geschrieben hat, halte ich es für unnötig, da irgendein spezielles Rezept anzugeben. Auch Aleister Crowley gibt im 8. Etür des Liber 418, die Vision und die Stimme, kein eigenes Ritual an, um den heiligen Schutzengel zu rufen, sondern sagt, bau dir dein eigenes Ritual. Denn um deinen heiligen Schutzengel zu erreichen, musst du ganz du selbst sein. Und das kannst du nur, wenn du dich in einem Ritual bewegst, in einem Ritual befindest, das aus dir selbst und von dir selbst gestaltet ist. So, das war's für diese Episode. Diese Episode markiert im Grunde das Ende der, sagen wir mal, ersten Staffel. In der nächsten Staffel wird, ich werde die Zählweise weiterbehalten, die nächste Episode wird also Episode 19 sein. Die große Veränderung wird sein, dass ich nicht mehr ankündige, was in der nächsten Episode passiert, worum es in der nächsten Episode geht. Ich werde also in gewisser Weise planlos arbeiten. Und es wird eine kleine Neuerung geben, die eher für eure Belustigung da sein wird. Und ich hoffe, es wird euch sehr viel Spaß machen. Bis bald. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was draus ziehen können, um ein bisschen Spaß mit Magie haben zu können. Alles Gute und bis bald. Euer Eliphas Lüge.